EU-Führerschein Irland und die ersten Fahrschüler angekommen. Heute ist 25. Oktober und heute fliege ich mit zwei Kunden nach Dublin. Heute und morgen Online-Unterricht, dann sie werden gute vorbereiten und dann sicher beide werden das bestanden. Mit meinen zwei Kunden, welche geht bald um 10 Uhr zum Prüfung. Eine macht Motorrad und Pkw, zweite macht nur Pkw. Geht meine erste Kunde hier in Irland zum theoretischen Prüfung. Viel Glück! EU-Führerschein Irland und erste Fahrschüler angekommen. Hallo meine Freunde, zurück zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür. Die kommenden Videos zu Irland wird die Landschaft zum EU-Führerscheintourismus komplett auf den Kopf stellen. Bevor ich dir zeige, wie die Prüfung unserer ersten Fahrschüler in Irland ausgegangen ist, so möchte ich dir noch einige Basisinfos zu Irland und dem britischen Fahrschullernsystem mitgeben. Die Lern- und Prüfungsfragen in Irland sind sehr einfach, können auch auf Deutsch absolviert werden. Alle Anträge, sei es Ausländerbehörde, Sozialversicherung, Führerscheinprüfung, alles wird online beantragt. Keine dummen, unsinnigen Warteschlangen bei Behörden, so wie bei uns in Deutschland oder Tschechien. Kein dummes, unfreundliches Gequake der Sachbearbeiter in den Führerscheinbehörden, so wie wir das aus Deutschland, Österreich oder teilweise auch von Tschechien her kennen. Und wer in der Theorieprüfung durchfällt, der kann umgehend die Theorieprüfung so lange am gleichen Tag wiederholen, bis er bestanden hat. Also morgens beginnen und am späten Nachmittag 17 Uhr versuchen aufzuhören. Wenn man sich dann die aktuellen Unfalltotenstatistik ansieht, dann steht Irland, Malta, UK weitaus besser da als Deutschland, Frankreich oder Tschechien. Wohl bemerkt. Obwohl Irland, Malta, UK kein ausgeprägtes Fahrschul- und Lernsystem haben, so wie wir das kennen. Und wer den Lernführerschein erhalten hat, der kann sofort für 6 Monate mit seiner Oma, Ehefrau, Freundin oder Freund auf öffentlichen Straßen fahren. Ohne Fahrschulpedale, Fahrlehrer und Besuch von unzähligen Mindestunterrichten in einer Fahrschule. Nach einem halben Jahr geht man ohne einen Fahrlehrer zur Fahrprüfung. Man kann sich das Auto von der Oma leihen, fährt zum Testcenter, absolviert die Fahrprüfung und das war es dann. Wenige Tage später wird dann der Führerschein auf deine Postadresse zugeschickt. Wer nicht alleine nach Irland reisen möchte, dazu haben wir einen Sammeltermin eingerichtet und mein Team wird dir auch bei der Auswahl eines günstigen Fluges behilflich sein. Zum Beispiel, die Anreise mit Ryanair ist gerade für 40 Euro von Köln nach Dublin. Weitere Städte, von denen man nach Dublin mit Ryanair fliegen kann, sind Berlin, Brandenburg, Frankfurt Hahn, Hamburg, Leipzig, Memmingen und Nürnberg. Wir bieten diesen Irland-Führerschein im Moment noch zum Testpreis an, solange bis die ersten EU-Führerscheine aus Irland hier in den Videos gezeigt werden. Danach werden wir die Preise um ca. 30% anheben. Jetzt noch schnell ein Angebot anfordern, in 4 Wochen die Theorie-Praxisprüfung absolvieren und in 6 Monate später den neuen EU-Führerschein aus Irland in der Tasche haben. Noch kurz zu erwähnen, nachdem die Theorieprüfung bestanden war in Irland, da kamen 5 Minuten später die kompletten Prüfungsergebnisse inklusive des Lernführerscheines wie via E-Mail. Das nenne ich mal wirklich einmal bürgerfreundlich und Entbürokratisierung. So, und ich gebe es weiter zu Radek nach Irland, nach Dublin. So, wir sind gerade hier. Hier ist der Prüfungsraum und dann jetzt geht mein erster Kunde hier in Irland zum theoretischen Prüfung. Viel Glück! Meine Kunde geht jetzt zum Prüfung, aber leider ich kann nicht die Aufnahme dort machen. Ich habe das jetzt schon probieren, aber die Frau hat mich sofort rausgegeben. Kann ich nicht eine Aufnahme machen in dieses Raum. Und dann wir haben da Zeit 40 Minuten zum Test. Meine Kunden sind sehr gut vorbereitet. Ich möchte euch jetzt kurz erklären, wie war jetzt Ablauf in diesen drei Tagen. Am Mittwoch bin ich angekommen mit meinen 2 Kunden. Donnerstag war Online-Unterricht, 1 Stunde Vormittag, 1 Stunde Nachmittag. Freitag 10 Uhr und dann meine erste Kunde hier, unsere neue Fahrschule, Genehmigung oder neue Fahrschule hier in Cork, geht zum Prüfung. Doktor!
Und? Ja. So Leute, nach ein paar Minuten ist Kunde bestanden. Wir werden ja bald sehen, wie viele Punkte war, aber er hat gesagt, das war einfach für mich. 40 aus 40, das muss sein, sicher. Super, freut mich. Freut mich auch. Bestanden! Ja, ja, super. Okay. So Leute, beide sind bestanden. Motorrad, PKW und PKW. Alle, super. Gratuliere euch. Warst du zufrieden in dieser Zeit? Ja, ja, ja. Sehr, sehr, sehr. Ich war bestanden, ich bin auch zufrieden, alles super geklappt und dann wir sehen zusammen in nächste Anreise, wenn ich mache dann ein paar Stunden hier. Ciao. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Like, diesen Kanal abonnieren und noch besser die Glocke aktivieren, dann wirst du kein Video zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür verpassen. In diesem Sinne, bis bald und tschüss, dein Führerscheintourist. Ciao, ciao!